Hi ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder den Rückblick zu meinen letzten Schminkboxen, also aus dem November. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, herzlich willkommen. Und falls ihr noch nicht wisst, was eine Schminkbox ist, ich packe mir jede Woche aus jeder Make-up-Kategorie ein Produkt in diese Schminkbox und benutze es ungefähr eine Woche lang. So kann ich das gut austesten und dann eben in diesem Video reviewen oder zeigen. Ich mache das auf drei verschiedene Arten in diesem Video. Mit der ersten Schminkbox bin ich heute geschminkt. Da zeige ich euch die Produkte gleich und werde sie ganz kurz bewerten. Danach seht ihr meine zweite Schminkbox, wie ich sie auftrage, also wie ich mir ein Make-up damit geschminkt habe. Und die dritte Schminkbox steht für mich noch in der Zukunft. Das heißt, ich packe sie mir gleich im Anschluss neu zusammen und dann könnt ihr einen Blick in meine Schminksammlung werfen. Okay, ich würde sagen, ich starte jetzt mit diesem Look und den Produkten, die ich dafür verwendet habe. Als Base, als quasi Foundation, habe ich benutzt von Nude by Nature die Sheer Glow BB Cream. Die ist jetzt fast leer. Ich denke, ich kann sie morgen noch benutzen und dann kann ich sie entsorgen bzw. kann die leere Verpackung in mein Aufgebrauchtkörbchen schmeißen. Die habe ich damals zugeschickt bekommen von Nude by Nature. Ich finde die optisch sehr, sehr schön mit diesem roségoldenen Deckel und der Aufschrift. Es ist auf jeden Fall ein Mix aus Feuchtigkeitscreme und getönter Creme bzw. Foundation. Das sieht man auch, wenn man die Creme rausdrückt, dass das so zwei Komponenten sind, die zusammentreffen. Die Farbe ist in dem Fall die 02 Soft Sand. Ich finde, die passt sehr gut zu meinem aktuellen Hautton. Sie lässt sich sehr einfach auftragen, einarbeiten. Ich mache das mit einem Beauty-Schwämmchen in dem Fall. Was ich daran nicht so gerne mag, ist der Geruch. Das ist aber oft bei Naturkosmetik oder an Naturkosmetik angelehnten Produkten so, dass der Geruch nicht unbedingt so schön ist. Er verfliegt natürlich schnell, also jetzt rieche ich ihn nicht mehr. Das ist jetzt nur beim unmittelbaren Auftragen so ein bisschen, naja, nicht so toll, aber ist jetzt auch nicht dramatisch. Ich finde das Finish mit dieser Creme, mit dieser BB-Creme ganz gut. Es ist nicht matt, sondern frisch. Ja, also es ist ein solides Produkt. Dann als Concealer habe ich benutzt von Essence den Camouflage Plus Matt Concealer in der Farbe 20, Light Ivory. Kommt mit einem mittelgroßen Applikator daher und lässt sich super einfach auftragen, einarbeiten. Hier ist die Deckkraft ein bisschen besser als bei der Healthy Glow Variante. Es gibt ja von dieser Camouflage Essence Concealer Reihe zwei unterschiedliche Varianten. Das ist eben die matte und deckendere Variante und die andere, die Healthy Glow Variante, macht einfach ein bisschen mehr Frische unter die Augen, aber eben nicht ganz so deckend. Dann als Puder habe ich verwendet von P2 das Pro Beauty Fix and Matte Loose Powder. Das ist ein weißes bzw. auf der Haut transparentes Puder. Es ist nicht stark aufhellend. Es ist ein loses Puder, was eben durch diese Löcher hier rauskommt und lässt sich gut und einfach verteilen. Hinterlässt eine zarte, weiche Haut. Finde ich vollkommen in Ordnung. Als Bronzer bzw. Konturprodukt habe ich ein LE-Produkt von Essence verwendet aus der The Little Xmas Factory LE, die Contouring Palette. Besteht aus einem Konturton und einem Highlighter. In solchen Duo-Produkten finde ich die Highlighter übrigens meistens überhaupt nicht gut. Hier auch, das könnte für mich auch rausfallen und dafür mehr Konturprodukt drin sein. Also ich benutze nur diese Hälfte. Manchmal kommt ein bisschen was mit da rein, ist aber nicht dramatisch. Ich finde das Produkt sehr schön. Es ist ein aschiger Farbton, lässt sich super gut mit einem etwas festeren Pinsel aufnehmen. Es ist jetzt nicht mega stark pigmentiert. Hier seht ihr das. Es ist aber super weich und zart von der Textur und macht eine Kontur, die man auf jeden Fall sieht, die aber nicht zu balkenhaft unnatürlich aussieht. Also finde ich super. Als Blush habe ich verwendet von ebenfalls Essence das Metal Chrome Blush. Damals war es noch neu, jetzt mittlerweile gibt es das glaube ich nicht mehr in der Theke, vielleicht noch online. Ich habe da die Farbe 30, The Beauty and the Bronze. Das sieht so aus. Im ersten Moment wirkt das wirklich sehr, sehr dunkel und man muss auch ein bisschen vorsichtig sein mit der Dosierung, weil es eben gut pigmentiert ist. Ich kann euch das auch nochmal swatchen.
hier seht ihr das. Aber ich mag einfach, wenn ein Blush schon eine Leuchtkraft hat. Und hier ist es einfach so ein ganz, ganz feiner, gleichmäßiger Schimmer ohne irgendwelche sichtbaren Glitterpartikel. Und das gibt einfach nochmal so einen zusätzlichen Glow auf die Wangen. Und ich mag diesen Farbton auch ganz gerne. Also es ist halt so ein, ja, wie so ein Bronzer quasi, der ein bisschen weiter hervor oder nach vorne geschoben ist. Finde ich super. Nicht nur im Sommer, sondern auch jetzt in der kalten Jahreszeit. Als Highlighter habe ich diesen hier von Kiko aufgetragen aus der Sicilian Notes LE, den ich mir vor kurzem gekauft habe, das Highlighter Duo 01. Ich habe jetzt die Variante, die mir zerbrochen ist, die ich neu gestanzt habe. Ich habe den ja auch nochmal in der nicht zerbrochenen Variante. Da ist er natürlich ein bisschen hübscher, weil er so eine Prägung noch mit drin hat. Aber der Farbton an sich ist ja der gleiche. Und den Farbton liebe ich so sehr, weil das ist einfach, das ist so ein Aprikot, helles Gold, sehr intensiv pigmentiert und die perfekte Farbe, finde ich. Also alle Highlighter, die so ein bisschen ins Aprikofarbene gehen, liebe ich total. Und ja, Intensität ist definitiv auch gut. Kann ich total empfehlen. Als Lidschatten habe ich eine Kombination aus zwei Mono-Lidschatten gewählt von P2 aus der Color Up Eyeshadow-Reihe. Die gibt es im Standardsortiment, beziehungsweise P2 gibt es ja nur noch sehr selten zu finden. Aber es soll noch einige Theken geben, wie mir einige von euch erzählt haben. Bei mir leider nicht in der Nähe. Das ist einmal die Farbe 170 Coffee Shop Queen. Habe ich mit einem großen Blendepinsel einfach außen und in der Lidfalte aufgetragen. Und dann habe ich auf das bewegliche Lid noch ein bisschen von diesem rötlichen Ton hier gegeben. Das ist die 380 Wilder Mind. Und ich liebe die Kombination. Es ist so schnell aufgetragen. Die haben eine so tolle Textur, eine tolle Pigmentierung. Und mit zwei Lidschatten kriegt man einfach einen tollen Look hin. Ich bräuchte diese zweite Farbe fast gar nicht, sondern es würde mir fast schon reichen, nur diesen Taubton aufzutragen. Oh, ich liebe den. Das ist das Gute an so einer Schminkbox, dass man auch immer wieder alte Produkte hervorkramt. Den habe ich schon länger, habe ich noch nicht oft verwendet bisher und habe mich wirklich in den neu verliebt. Ich lasse jetzt einfach mal Eyeliner und Kajal aus, weil das sind immer die gleichen Produkte, die ich benutze. Das würde nur unnötig Zeit verschwenden. Falls ihr wissen wollt, was es ist, guckt in die Infobox, da habe ich euch alle Produkte aufgelistet. Als Mascara habe ich verwendet von Pupa Milano die Vamp Extreme Mascara. Die hatte ich schon ganz lange bei mir stehen und nicht so wirklich verwendet, weil sie braun ist und nicht schwarz. Und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Ich denke immer, so braune Mascara kann ich mal verwenden, wenn ich nicht so viel Make-up trage und nur so ein ganz bisschen Farbe haben möchte. Aber ich muss sagen, dieses Braun wirkt auf dem Bürstchen eigentlich sehr hell. Aber auf den Wimpern ist es fast wie ein Schwarz. Also es ist natürlich nicht tiefschwarz wie sonst, aber ich finde, es ist kaum ein Unterschied zu merken zu einer normalen schwarzen Mascara. Und ich liebe die Länge und das Volumen, was die Mascara mir auf die Wimpern gibt. Also auch ein neues, altes Schätzchen, was ich so richtig lieben gelernt habe. Für die Augenbrauen habe ich verwendet oder zweckentfremdet den Contouring Eye Pencil von Essence. Der hat so zwei Seiten. Einmal einen Schimmerton, um den unter die Augenbrauen zu geben. Den habe ich aber nicht verwendet, sondern nur diesen Contouring-Ton. Also eigentlich ist es ein Lidschattenstift. Aber weil der einfach so schön aschig ist vom Farbton her, passt der perfekt für die Augenbrauen. Es ist natürlich ein dickerer Stift, also präzise die Augenbrauen nachmalen oder ausfüllen ist mit dem nicht drin. Aber da ich momentan, toi toi toi, keinerlei Lücken in meinen Augenbrauen habe, die ich jetzt großartig nachmalen, auffüllen müsste, sondern ich möchte einfach nur meine Augenbrauen ein bisschen mehr betonen, ein bisschen mehr Farbe drauf geben. Und dafür reicht dieser Stift auf jeden Fall aus. Auf den Lippen trage ich fast keine Farbe. Das ist so eine My Lips But Better Farbe. Und zwar ist das in dem Fall so eine Abfüllung von einem MAC Lippenstift. Und zwar von MAC Patisserie. Da gab es mal, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, eine Seite, die nennt sich The Body Meets.
Und da konnte man eben Abfüllungen bekommen, unter anderem von MAC-Lippenstiften, aber auch von Lidschatten, unter anderem von MAC, aber ich glaube auch von anderen Marken. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt. Ich kann sie euch, falls es sie noch gibt, auch gerne in die Infobox schreiben. Das ist eben in dem Fall so ein kleines Fändchen, wo eben ein bisschen was von dem MAC-Lippenstift drin abgefüllt ist. Also oft kann man das nicht benutzen. Das ist eigentlich lediglich als Pröbchen gedacht, um zu gucken, lohnt es sich für mich, diesen Lippenstift in Full Size zu kaufen für den vollen Preis. Und ich finde die Farbe auf jeden Fall super, super schön. Es ist total dezent. Wie gesagt, fast identisch zu meiner Lippenfarbe. Deswegen würde es sich jetzt für mich in dem Fall nicht lohnen, mir den Lippenstift von MAC zu holen, Patisserie, weil man eben kaum einen Unterschied irgendwie sieht zu meiner Lippenfarbe. Da kann ich auch einfach einen blassen, kann ich auch einfach ein bisschen Lipbalm aufgeben und ich habe fast denselben Effekt. Aber an sich ist es eine tolle Möglichkeit, einfach so verschiedene Farben mal auszuprobieren. Als letztes Produkt habe ich noch drüber gegeben von Urban Decay das All Nighter Make-up Setting Spray. Das ist ja wirklich super beliebt und ich mag es auch total gerne. Der Sprühkopf hat eine gute Dosierung, macht eine gute Dosierung, also es kommt gut Produkt auf das Gesicht auf, ohne zu grob zu sein. Und ja, es sorgt einfach dafür, dass das Make-up ein bisschen länger hält, ein bisschen frischer aussieht und noch ein bisschen mehr leuchtet. Ja, mag ich auf jeden Fall gerne. Es gibt aber auch günstigere Alternativen, wie mein geliebtes Catrice Dewy Glow Spray. Ja. So viel zu der ersten Schminkbox und dann mache ich jetzt weiter mit der zweiten. Kommen wir zum letzten Schritt, nämlich meine neue Schminkbox zu packen. An Foundation ist diesmal dran die So Bio BB Cream. Die muss ich jetzt hier drin einmal suchen. Da ist sie. So sieht die aus. So Bio Ethik ist eine Naturkosmetik-Marke. Und ja, die ist jetzt dran. Bei einer BB-Cream brauche ich keinen Primer, aber ich hätte gerne ein Fixing-Spray. Und da greife ich einmal, hier, zu meinem Favoriten, dem Catrice Prime & Fine Dewy Glow Fixing-Spray.
Liebe, 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 liebe ich. Bei den Concealern muss ich einmal hier untergreifen, denn es ist die Bella Pierre Pro Concealer Palette dran. Die ist gleichzeitig eine Color Correcting Palette, aber ich benutze nur, kriege ich die jetzt so auf? Ich benutze nur einen Mix aus diesen beiden Tönen hier als Concealer. Beim Puder ist eins von P2 dran, das muss ich hier gerade mal raussuchen. Und zwar ein LE-Produkt, da ist es, aus der Just Dream Like LE. Das ist so ein Multicolor Correcting Powder. Beim Bronzer gebe ich diesem hier nochmal eine letzte Chance. Hat ja meinen ersten Eindruck, First Impression, nicht bestanden. Aber man muss einige Sachen einfach öfter ausprobieren. Maybelline City Bronzer in der hellsten Farbe. Bei den Blushes ist dieser hier dran, aus der Essence Glitter in the Air Limited Edition. Und bei den Highlightern nehme ich auch von Essence den So Glow Cream to Powder Highlighter in der Farbe 10. Bei den Lidschatten wage ich mich wieder an Creme-Lidschatten und zwar, das einmal kurz zur Seite, suche ich mir raus von P2 die Ultimate Vinyl Eyeshadow Cream. Die ist da hinten versteckt. So sieht die aus. Ist so ein Metallic Flieder Silberton. Glossy Taupe. Bei den Kajalstiften ist es geworden von Trended Up, der Infinitely Beauty Cool Kajal. Das war auch ein LE-Produkt, ist so ein dunkles Grau. Und bei den Augenbrauenprodukten ist dran dieses hier von Rival de Lubiang, Chocolate Lovers Eyebrow Pomade. Gibt es, soweit ich weiß, auch noch im Standardsortiment. Als Eyeliner nehme ich von BH Cosmetics den Liquid Eyeliner in Schwarz und als Mascara von Manhattan die Supreme Lash Fresh Volume, die nach Gurke riecht. Und dann ist aus dieser Schachtel hier noch eine Lip Cream dran. Da greife ich einfach mal hier mitten rein und ziehe diese hier. Ach hey, das ist eher eine Sommerfarbe, aber egal. Von Essence aus der Guerilla Gardening LE. Diese sehr pinke Lip Cream. Oh, warum nicht? So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Einblick in meine November-Schminkboxen bekommen. Ich sage vielen, vielen Dank bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.